Als nächster im Wort ist Christiane Brunner von den Grünen. Zuseherinnen und Zuseher, so Sie noch bei uns sind. Ja, es geht um die Reduktion von Palmöl und da geht es eben um viel, viel mehr. Es geht um Klimaschutz, um den Schutz des Regenwaldes, um Landraub, die Bekämpfung, Eindämmung von Landraub und um die Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen. Palmöl ist mittlerweile in so vielen Produkten drinnen, dass Konsumentinnen und Konsumenten, ja auch wir, nicht immer auskommen, wenn man Produkte kauft. Und gerade deswegen, gerade wenn das der Fall ist, dass Konsumentinnen und Konsumenten nicht mehr die Möglichkeit haben, das zu durchblicken, selbst zu entscheiden, ist die Politik gefordert, Rahmenbedingungen zu setzen. Und deswegen haben wir Grüne diesen Antrag eingebracht, einen Antrag zu einer Palmölreduktionsstrategie. Wir Grüne haben eine umfassende Palmölreduktionsstrategie gefordert in Begleitung mit Waldschutzprogrammen, Wiederaufforstungsprogrammen. Und wir haben auch beantragt, dass in der öffentlichen Beschaffung auf Palmöl verzichtet wird, dass das Palmöl den Agrotreibstoffen nicht mehr beigemischt wird. Unser Antrag wurde in den Verhandlungen im Umweltausschuss leider ein bisschen abgeschwächt. Wir sind aber trotzdem froh, dass es einen gemeinsamen Antrag gibt und deswegen stimmen wir da natürlich auch gerne zu und es ist ja auch unser Antrag damit mit behandelt. Ja, das ist der erste Schritt, aber wie gesagt, der erste Schritt, auch wenn wir diesen Antrag hier beschließen, muss es ja auch erst noch umgesetzt werden und Herr Minister, das ist unsere Erwartung, dass Sie diesen Antrag, den wir mit großer Mehrheit, ich glaube einstimmig heute hier beschließen werden, auch umsetzen. Das war in der Vergangenheit nicht immer so. Ich erinnere an einen Entschließungsantrag zum Energieeffizienzgesetz, den Sie bis heute nicht umgesetzt haben. Ja, ich habe es heute eingangs schon erwähnt, es gab viele, viele, viele Initiativen im Umweltausschuss. Die meisten waren von den Oppositionsparteien. Die Regierungsvorlagen, die wir ins Haus bekommen haben, waren eher kleinere Anpassungen an EU-Regelungen. Also ich wünsche mir für die nächste Legislaturperiode für die Umweltpolitik mehr Zug zum Tor. Ich glaube, das ist notwendig. Österreich hat leider keine aktive Umweltpolitik mehr. Ich finde, das ist etwas, was Österreich immer ausgemacht hat, dass wir Umweltvorreiter waren, worauf man auch stolz sein konnte. Ich bin so aufgewachsen, wir sind Umweltvorreiterland. Ich war immer stolz drauf und ich finde es sehr schmerzhaft, wenn man jetzt international unterwegs ist und die Rückmeldungen bekommt, dass das nicht mehr so ist. Wir Grüne haben über 200 Maßnahmen, das Öko-Team. Danke an die Mitarbeiterinnen des Grünen Öko-Teams und meine Kolleginnen und Kollegen. 200 Maßnahmen beantragt, die allesamt eigentlich vertagt waren, wurden seit dem Klimavertrag von Paris, hat es nicht wirklich eine Aktivität oder keine Aktivität zur Umsetzung gegeben. Dem Kollegen Buchmeier kann ich nur zustimmen. Man ist verantwortlich für das, was man tut, aber auch für das, was man nicht tut. Und in der Umweltpolitik war vor allem das Nichtstun in der letzten Legislaturperiode im Vordergrund. Das muss sich ändern. Wir brauchen es nicht nur für die Umweltpolitik, auch für die Wirtschaftspolitik. Das ist ein aufgelegter Elfer, den Sie nicht genutzt haben. Wie gesagt, in der nächsten Legislaturperiode mehr Zug zum Tor. Und Österreich braucht ganz sicher ein eigenständiges, starkes, engagiertes Klima-, Energie- und Umweltministerium. Danke. Christiane Brunner von den Grünen wünscht sich für die nächste Legislaturperiode mehr Zug zum Tor in der Umweltpolitik.